Leg dich im neuen Abteil schlafen, Mama. Abgeschlossen, untersuche den Korridor. Was ist denn hier die ganze Zeit am Klingeln? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe direkt schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ja, ist ja gut, hier ist ja gut. Monsieur Ratchet? Ce n'est rien. Je me suis trompé. Du sollst rausgehen. Ich kann hier aber nichts wirklich ranzoomen. Also ranzoomen ja, aber so richtig untersuchen kann ich nichts. Kann ich mich denn wieder hinlegen? Ja. Gute Nacht, Madame. Die amerikanische Lady? Oui, aber keine Sorge. Sie wissen ja, wie Madame Abbott ist. Stellen Sie sich die Zeit vor, die ich mit ihr verbracht habe. Sie besteht darauf, vehement, dass ein Mann in ihrem Abteil ist. Stellen Sie sich das einmal vor, Monsieur. In einem Raum dieser Größe. Wo sollte er sich verstecken? Ich diskutiere also mit ihr. Ich erkläre ihr, dass es unmöglich ist. Sie insistiert. Als sie aufwachte, habe da ein Mann vor ihr gestanden. Ich frage also, wie konnte er das Zimmer verlassen und die Tür hinter sich verriegeln? Aber sie hört nicht auf Vernunft. Sie hört also nicht zu. Wir haben angehalten, Monsieur Michel. Wir sind in eine Schneeverwehung geraten. Wer weiß, wie lange wir ihr feststecken werden. Ich erinnere mich, dass ich einmal 7 Tage lang eingeschneit war. Wo befinden wir uns? Zwischen Winkowzie und Brod. Oh la la. Es wird Zeit, dass ich wieder ins Bett gehe. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Monsieur. Was davon übrig ist. Na gut. Orient Express, 17. Dezember 2023 um 9 Uhr morgens. Der Zug steckt immer noch fest und es schneit weiter. Ich hätte fliegen sollen. Nun, ich muss das Beste daraus machen und mit den anderen Passagieren frühstücken. Okay. Der feinste Lockenstab, speziell für den Schnurrbart. Ach du Scheiße. Okay. Wachs, um die perfekte Symmetrie des Schnurrbartes zu erhalten. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ein Schnurrbartkamm, um widerspenstige Knoten zu bändigen. Ja gut, da das meine Sachen sind, denke ich mal, dass da nichts irgendwo auf der Rückseite oder so plötzlich zu finden ist. Dann. Oha. Dann werden wir mal zum Essensbereich gehen, ne? Hat er gesagt. Was ist mit dir? Du warst heute Nacht nicht mehr am Platz, ne? Guten Morgen, Monsieur Michel.
Bonjour, Monsieur. Bitte genießen Sie unser spezielles Frühstück in unserem Restaurant. Ja, da gucken wir aber nochmal. Vielleicht muss er ja mal strullern oder so. Vielleicht haben wir ja auch irgendwas, was wir hier noch finden. Die Mordwaffe oder so, die irgendeiner so im Affekt hier reingeworfen hat. Man weiß es ja nicht. Aber scheint nicht zu sein. So. Diese Verzögerung ist unerträglich. In 2 Tagen soll ich den Firenze in Paris vorführen. Ah, Ihr Elektroauto. Ja, das ist Pech. Pech? Wenn ich diese Vorführung verpasse, bin ich in großen Schwierigkeiten. Schreiben Sie Ihren Leuten in Paris doch eine kurze Nachricht, um sie vorzuwarnen. Das habe ich naturalmente schon versucht. Aber in diesen Bergen gibt es kein Netz. Meine Tochter sagte, das wäre die einfachste Reise der Welt. Ich müsste mich nur in den Zug setzen und warten, bis ich in Paris ankomme. Und jetzt sind wir vielleicht tagelang hier und mein Schiff fährt übermorgen ab. Wie soll ich es jetzt noch rechtzeitig schaffen? Ich kann ja nicht einmal eine E-Mail senden, um die Reise zu stornieren. Ich bin einfach zu wütend, um darüber zu reden. Meine Kollegen wollten mich in Paris treffen. Sie werden sich fragen, was mit mir geschehen ist. Ich erreiche sie nicht. Was werden sie denken? Wir haben Flüchtlinge, denen wir helfen müssen. Guten Morgen, Madame. Der Schnee ist ein wahres Ärgernis, nicht wahr? Ich bin Russin. Schnee ist für mich Alltag. Ah, dieser Akzent. Stammen Sie aus St. Petersburg? Sie sind sehr scharfsinnig, Monsieur Poirot, nicht wahr? Und darf ich annehmen, dass ich die Ehre habe, mit Prinzessin Natalia Dragomirov zu sprechen? Heutzutage verzichten wir auf die alten Titel. Mein Mann, meine gesamte Vergangenheit wurde mir von den Stalinisten genommen. Nachdem diese Zeit endlich überstanden war, wurde ich zur Direktorin des St. Petersburger Museums für Antiquitäten ernannt. Um die Geschichte meines Landes zu restaurieren und zu bewahren, so gut ich kann. Trotzdem muss die Verzögerung auch für Sie ärgerlich sein. Wenn ich zu meinen Terminen zu spät komme, dann werden Sie warten. Ich würde mit Sicherheit warten, Madame. Es war mir eine große Freude, Ihre Bekanntschaft zu machen, Madame. Au revoir, Monsieur Poirot. Okay. Schade, dass ich das jetzt nicht vervollständigen kann. Also sie ist Direktorin und Russin. Kann ich damit spielen? Ein wunderschönes Klavier. Was für ein Luxus. Oh? Schade, dass es niemand spielt. Ja, ne? Finde ich auch. Kann das hier niemand? Du vielleicht? Ach, die schon wieder. Mademoiselle, Sie sind nicht darüber besorgt, dass der Zug halten musste? Man kann doch ohnehin nichts dagegen tun. Wohl wahr, Sorgen setzen uns auch nicht wieder in Bewegung. Mächtig beeindruckend, wie ruhig Sie in einer solchen Situation bleiben. Mächtig trifft auf andere ein bisschen eher zu als auf mich. Auf wen zum Beispiel? Naja, diese alte Dame zum Beispiel. Sie haben sie wahrscheinlich bemerkt. Sie muss nur ihren kleinen Finger rühren und mit höflicher Stimme um etwas bitten und schon kommt der ganze Zug angerannt. Das ist auch bei meinem Freund Monsieur Bouc der Fall. Aber das liegt daran, dass er der Direktor der Eisenbahngesellschaft ist und nicht etwa an seinem vorzüglichen Charakter. Wer Macht hat, braucht keinen vorzüglichen Charakter. Aber das wissen Sie vermutlich schon, Mr. Poirot. Oh, Monsieur Poirot. Guten Morgen, Monsieur Fauché. Sie haben frühe Kundschaft, wie ich sehe. Ja, ich stecke während des Frühstücks an der Bar fest. Alle sind ungeduldig. Sie beschweren sich ständig, dass der Zug nicht fährt, als ob ich aussteigen und ihn anschieben könnte. Es ist noch zu früh für mich, einen Boxcar zu bestellen, oder? Ich glaube, so heißt der Cocktail. Ein Mix aus Gin, Triple Sec, Zitronensaft und Grenadin. In der Tat ein Drink, der einer Zugfahrt würdig ist. Aber vielleicht nicht zum Frühstück, ja? Ich denke, ich werde mich mit einem Omelette zufrieden geben. Wie Sie wünschen, Monsieur. Madame Nielsen wird es Ihnen im Restaurantwagen servieren. Ja,
Und woher weiß die das dann, dass ich das haben möchte? So, wir schauen uns hier nochmal alles an. Ah, jetzt können wir hier was machen. Die Bar des Orient Express ist in der Tat gut gefüllt. Das hatten wir letztes Mal nicht. Das ist auf jeden Fall neu. Hier ist auch nochmal eine Toilette. Ja, ich will lieber überall nochmal in Ruhe nachschauen, ob da irgendwas sich verändert hat oder so. Weil eigentlich heißt es ja Mord im Orient Express. Wie lange werden wir voraussichtlich hier gestrandet sein? Es nützt nichts, sich bei mir zu beschweren. Der Kerl dort mit dem Schnurrbart, er könnte etwas wissen. Excusez-moi, Monsieur. Oui? Monsieur Book bittet Sie, ihn in Abteil 203 aufzusuchen. Sie da, Poirot. Können Sie uns etwas sagen? Ich kann Ihnen sagen, dass der Schnee nicht von selbst zur Seite weichen wird. Natürlich. Aber Sie haben offensichtlich einen gewissen Einfluss auf Book. Ich bin auf dem Weg zu ihm. Ich werde ihn fragen, ob er irgendwelche Informationen hat. Bisschen freundlicher geht auch, ja? Moment, wie... Achso, ich wollte gerade sagen, ich sollte doch jetzt von hier weg. Aber ich würde gerne mal kurz gucken. Ich glaube, da konnten wir... Ja, das soll doch ein bisschen schneller sein, oder? Ich weiß es nicht. Da konnten wir vorher keinen Blick drauf werfen hier hinten. Der Gepäckwagen ist ganz hinten. Hier ist nochmal so eine Toilette. Die sehen auch irgendwie fast alle gleich aus, ne? Oder alle gleich, ich weiß es nicht. Da können wir gar nicht rum. Okay. Nein, ich wollte nicht wieder in die Toilette rein. Okay. Nein, ich wollte gar nicht in die Küche. Hallo? Aber wenn die nicht meckern, dann ist alles gut. Na gut, schauen wir uns hier mal kurz um und gehen dann wieder nach vorne. Hatte der hier gerade? Der Zug ist immer noch nicht abgefahren. Ja. Im Moment können wir hier nichts erspähen, so wie es aussieht. Vielleicht kommt das ja noch, wenn dann der Mord irgendwann passiert. Vielleicht sind dann hier Fußspuren oder irgendwas, ich weiß es nicht. Oder vielleicht kann man auch gucken, wenn der Schnee wieder so langsam schmilzt oder irgendwas in der Richtung. Oh, es tut mir leid, aber meine Stimme will mich heute irgendwie veräppeln, ich weiß auch nicht. So, was hatten wir jetzt gesagt? 203, ne? 202 ist unseres. 203 möchte er uns hinhaben. So. Das heißt, es müsste jetzt hier kommen, meine ich. 25, 2... Ach, da ist er doch schon. Ah, mon ami, kommen Sie herein. Sie sind genau der Mann, den wir brauchen. Was ist passiert? Ein Passagier liegt tot in seinem Bett. Erstochen! Ein Passagier? Wer? Da drin. Er ist Amerikaner. Ein Mann namens Ratchett. Sein Diener, Mastermann, war besorgt, weil Monsieur Ratchett noch nicht wach war. Pierre Michel, der Schaffner, beschloss, sich Zugang zu verschaffen. Und fand die Leiche. Verstehe. Nun, mon ami, ich denke, es ist am besten, wenn Sie nichts anfassen und wir auf die Polizei warten. Ich habe versucht, die Polizei anzurufen. Aber im Umkreis von etlichen Kilometern gibt es keinen Mobilfunkmast. Wir könnten stundenlang in diesem Schnee stecken. Der Mörder ist unter uns. In diesem Zug. In diesem Moment. Je schneller wir ihn fangen, desto schneller sind wir außer Gefahr. Dr. Konstantin ist bereits dabei, die Leiche zu untersuchen. Mon ami, das ist kein fehlendes Zugticket. Wir müssen das Verfahren einhalten. Wir müssen warten, bis die Polizei den Tatort gesichert hat. Oh bitte, Poirot. Ich werde die volle Verantwortung übernehmen. Book, wirklich. Wenn wir keinen Kontakt zur Außenwelt haben, dann... Oh, Sie machen mich noch ganz wahnsinnig. In der Tat fasziniert mich dieses Problem. Vor nicht einmal einer halben Stunde habe ich darüber sinniert, wie viele Stunden der Langeweile wohl vor uns liegen, während wir hier festsitzen. Und nun hat sich ein äußerst spannendes Rätsel vor mir aufgetan.
Sie nehmen sich der Sache also an? C'est entendu. Überlassen Sie den Fall ganz mir. Okay. Der Arzt sollte jetzt noch hier drin sein, ne? Ja. Monsieur Poirot, ich bin Dr. Konstantin. Verzeihen Sie mir, Doktor, sind Sie Gerichtsmediziner? Nein, aber ich habe bei Obduktionen im Krankenhaus von Nairobi assistiert, wo ich als Lehrbeauftragter tätig bin. Ich bin mit Ihrer hervorragenden Einrichtung vertraut. Ich habe nicht die Absicht, eine vollständige Autopsie durchzuführen, aber eine Voruntersuchung sollte von einigem Nutzen sein. Selbstverständlich. Darf ich mich umsehen? Dann können wir unsere Funde vergleichen. Bitte. Wenn Sie Hilfe brauchen, bin ich für Sie da. Okay. Nee, in Kenia hat er jetzt nicht gesagt, oder? Wobei, wer sagt mir, dass der, dass er dann auch von da kommt, ne? Keine Ahnung. Er hat noch keine Obduktion durchgeführt. Nur assistenzmäßig. Er ist aber kein Krankenpfleger. Beziehungsweise, ja, er ist ein Doktor, auf jeden Fall. Sind Gerichtsmediziner auch Doktoren, ne? Er ist aber kein richtiger Gerichtsmediziner, weil er keine Obduktion... Also, so wie ich es verstanden habe, ist er wohl... In Anführungszeichen ein normaler Arzt. 89 glaube ich nicht, wobei er schon sehr grau aussieht. Aber ich würde dann eher sagen 47. Das war einfach. Naja, mit dem Alter, ich weiß es nicht. Aber gut, da gehe ich mit raus, nehme ich mal an. Was ist hiermit? Wohin kann der Mörder verschwunden sein? Die Türkette ist kaputt. Monsieur Michel hat mir erzählt, dass er die Türkette durchtrennt hat, um in das Zimmer zu gelangen. Ach so. Ich wollte gerade sagen, das ist doch gar nicht kaputt. Das hängt doch da dran. Ja klar, das Scharnier hat sich da oben gelöst, klar. Was haben wir denn hier noch? Da unten liegt doch was in der Ecke. Kann man das nicht... Da dieses Ding da unten. Aber das kann man nicht anvisieren. Ah, doch. Ah, okay. Moment. Komme ich da jetzt genau rein? So. Ein Taschentuch, auf das der Buchstabe H gestickt ist. Ich mache ein paar Fotos. Sehr schön. Ich habe nur keine Ahnung, wie man das Foto dann angucken kann. Aber das ist sehr schön, dass er eins gemacht hat. Gut. Das hier meinte ich genau. Exotic Web Banana. Könnte dies Ratchet gehören? Warum sieht das jetzt pervers aus? Keine Ahnung, was das sein soll. Nicht für Schwangere ab 18 und es ist toxisch. Ja, ist doch wunderbar. Nimmt man dann doch gerne. Es sieht so ein bisschen aus wie Nasenspray irgendwie mit dem Ding oben drauf. Die können wir nicht machen. Mhm. Ich bin mir sicher, dass ich darin einige interessante Dinge finden lassen. Ja, also ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie Pulver oder so. Pulverrückstände. Das ist offenbar runtergefallen. Warum liegt das dann hier oben? Dieses Andi wurde absichtlich zertrümmert. Oder so? Ja gut, so sieht auch kein Handy aus, was nur mal kurz einen halben Meter runterfällt. Da hat er schon recht. Moment, da war gerade noch was. Pistole. Die könnte natürlich von ihm selber sein. Gestern Abend sagte Monsieur Ratchet, er treffe Vorsichtsmaßnahmen. Jetzt verstehe ich, was er meinte. Er wusste, dass er in Gefahr war und wollte bereit sein. Genützt hat es ihm dennoch nichts. Ich lasse die Waffe für die Polizei hier liegen. Ja. Jetzt muss man dazu sagen... Was wollte ich jetzt sagen, was man dazu sagen muss? jetzt muss man dazu sagen, wenn es ihm nichts genützt hat, ist er dann vergiftet worden vielleicht?
Es könnte natürlich sein. Und im Nachhinein das Handy zertrümmert worden. Achso, die Leiche selber habe ich ja noch nicht. Wie Sie sehen, wurde mehrfach auf das Opfer eingestochen. Darunter gleich mehrere tödliche Stiche. Ui, das sehe ich auch so. Ein äußerst brutaler Angriff. Ich werde natürlich einen vollständigen Bericht über meinen Befund erstellen. Merci. Ja, aber wenn noch einer mit einem Messer auf mich zukommt. Gut, wenn ich am Schlafen bin, dann kann ich mich natürlich nicht wehren, weil ich dann noch bewusstlos in Anführungszeichen bin. Also halt am Schlafen bin. Aber wenn noch einer mit einem Messer auf mich einsticht, dann versuche ich mich doch zu wehren. Und wenn ich weiß, ich habe eine Pistole direkt unter meinem Kopfkissen, dann versuche ich doch danach zu greifen, was er offenbar ja nicht gemacht hat. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Uhr ist auch kaputt gegangen. Gut, das kann natürlich jetzt beim Angriff passiert sein. Oder das wird beim Angriff passiert sein. Die Uhr ist kaputt. Die Zeiger sind bei 1.15 Uhr stehen geblieben. Man würde erwarten, dass dies der Zeitpunkt ist, an dem der Angriff stattfand. So, jetzt muss ich mal in mein Gedächtnis kramen. Um 1.14 Uhr oder 1.15 Uhr habe ich mich, glaube ich, wieder schlafen gelegt, wenn ich mich richtig erinnere. Und 1.25 Uhr, meine ich, war es, bin ich wach geworden und habe dann die Frau da den Gang entlang laufen sehen. Problem ist, wenn ich auf die Tür klicke, dann geht er wahrscheinlich raus. Also kann ich da jetzt gerade nicht. Ein Häschen. Ich frage mich, was auf diesem Foto zu sehen sein könnte. Das ist seine süße Häschen. Soll ich das jetzt zusammensetzen? Setze, ja, okay. Das ist aber schlecht, weil ich kann die ja nicht drehen. Ah, nee, jetzt kann ich schwenken. Okay. Das Problem ist nur... jetzt. Okay, das kann ich nehmen. Machen wir das mal so. Den Rest macht der quasi schon automatisch hier. So. Kann ich sehen, das ist eine Katze. Sorry. nehmen wir erstmal das, glaube ich. Das kommt da drunter. Ja, danke, dass du das ein bisschen besser dahinsetzt. Ich habe nämlich keine Lust, ehrlich gesagt, auf Frimmelsarbeit hier. Es reicht ja im Endeffekt anzudeuten, in welche Richtung das geht. So, das ist nicht... Nee, das ist... Moment... die Seite. So. Frage ist nur, warum sollte man das Foto zerreißen mit so einem süßen Kätzchen als Plüschtier da dran? Für Daisy. Für Daisy. Interessant. Das ist die richtige Antwort. Welche richtige Antwort? Ein Foto von einem Kuscheltier. Auf dem Foto von einem Kuscheltier steht eine Nachricht, in der eine Daisy erwähnt wird. Ja. Aber was bringt uns das? Wer ist Daisy? Ein Code. Damit kann man... Hoppala. okay, damit kann ich es auf jeden Fall öffnen. Die Frage ist nur, wo könnten wir jetzt hier den Code finden? Take a pill before going to sleep. Schlaftabletten. Ah, also doch. Eine Schachtel Schlaftabletten? Das war nämlich mein erster Gedanke. Entweder vergiftet worden oder dass der halt betäubt worden ist. Was haben wir denn da oben? Nicht gerade der Lesestoff, den man von einem Mann wie Ratchet erwarten würde.
Alice ging durch den Wald der 1000 Blumen. Sie pflückte 10 Blumen für einen Strauß. Moment. Plötzlich verwandelte sich der Strauß in einen Schmetterling und die Blumen auf dem Boden begannen sich zu vermehren. Sie verdoppelten sich. Alice kam vor einer Tür an, die sie fragte, wenn du den Wald verlassen willst, so sage mir, wie viele Blumen sind noch im Wald? Moment, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Dazu bin ich zu doof. Moment. Also sie pflückte 10 Blumen für einen Strauß. Die Blumen auf dem Boden begannen sich zu vermehren. Sie verdoppelten sich. Also mal 2. Wären dann ja 20. Alice kam vor einer Tür an, die sie fragte, wenn du den Wald verlassen willst, so sag mir, wie viele Blumen sind noch im Wald? Im Wald? Ach so, ging durch den Wald der 1000 Blumen. Also, aber das muss doch vierstellig sein, oder nicht? Sonst hätte ich jetzt gesagt 980. Nee, ja doch, 980. 980. Kann man das vorlesen lassen? Nee, man kann es nur anzeigen lassen. Ich wollte gerade sagen... Teure Kleidung, die kürzlich gewaschen wurde. 980. Na, doch, 980. Oder im Wald der 1000 Blumen? Zehn mal zwei. Also verdoppelten sich. Dann wären es 20. 10, 20 dann aber auch nicht, oder? Tausend habe ich gerade schon probiert, ne? Aber ich denke, dass das damit zu tun haben wird. Ich schiebe es jetzt erstmal noch ein bisschen vor mich her. Ich erstmal einen Rest angucke. Es schneit heute Morgen nur ganz leicht. Der Mörder hätte Spuren im Schnee hinterlassen, wenn er aus dem Fenster gesprungen wäre. Naja, theoretisch hätte er sich ja auch raushangeln können. Mal gucken. Ja, das würde man, glaube ich, nicht sehen. Weil außen sieht das alles noch recht gut aus. Och, dem armen Kerl ist kalt. Das ist die Verbindungstür zu Abtei 204. Der Rügel auf dieser Seite steht offen. Abtei 204. Wer ist in 204 gewesen? Kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Fluchtweg des Mörders. Ja, gucken wir jetzt direkt nach. Ich gucke nur eben, ob ich noch was finden kann. Aber ich glaube, da war sonst nichts mehr. Was war der wahrscheinlichste Fluchtweg? Wähle zwei Elemente. Das Fenster steht offen, die Kette an der Tür. Ja, die war ja zu, genau. Es gibt eine Verbindungstür, genau. Verbindungstür steht offen. So. Wähle zwei Elemente. Der Mörder konnte durch die Verbindungstür entkommen, weil sie nicht verriegelt war. Genau. Der Mörder konnte... Müssen wir jetzt wieder was zusammensetzen, ne? Tür ist kaputt. Hat heute Morgen die Tür aufgebrochen. So. Wurde angehalten, steckt im Schnee fest und das hier. Ja, so langsam verstehe ich das, was man hier machen muss und wie und so. Der Mörder muss das Zimmer also durch das von Madame Hubert verlassen haben. Das war einfach. Hubert. Und dann noch das H auf dem Taschentuch, okay. Ich muss die Leute fragen, deren Zimmer...
dem am nächsten, ob sie etwas gesehen oder gehört haben. Okay, machen wir das doch. Aber vorher sprechen wir noch mal kurz mit ihm. Es tut mir leid, Doktor, aber ich muss Sie befragen. Selbstverständlich. Ich muss wie jeder andere auch als Verdächtiger behandelt werden. Darf ich erfahren, wo Sie gestern Abend waren? Ich teile Abteil 101 mit Monsieur Bouc. Er konnte nicht aufhören, über seinen geliebten Zug zu plaudern. Ich habe ihm stundenlang zugehört, als er über seinen Orient-Express sprach. Mein Freund Bouc wird dies zweifellos bestätigen. Kannten Sie das Opfer? Ganz und gar nicht. Ich habe ihn gestern Abend beim Abendessen gesehen, aber ich habe ihm nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Haben Sie ihr heute Morgen irgendetwas angefasst? Ich habe seinen Puls überprüft. Es gab keinen. Die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt. Der Körper war bereits kalt. Ich habe nichts anderes berührt. Ich habe jetzt vergessen, wie lange das sein muss, bis der Körper erkältet. Also erkältet hört sich blöd an, bis der wirklich kalt ist. Was können Sie mir über das Opfer erzählen? Er starb an mehreren Stichwunden mit unterschiedlichen Winkeln und Tiefen. Mehr als nur einer der Stiche waren tödlich. Ich würde den Zeitpunkt des Todes ungefähr zwischen Mitternacht und 2 Uhr ansetzen. Ich hoffe, dass ich mit etwas mehr Zeit Genaueres sagen kann. Ich nehme an, dass das offene Fenster die Sache verkompliziert? Durchaus. Die Bedingungen sind nicht optimal. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Doktor. Ja, jetzt verstehe ich übrigens auch, warum dem so kalt ist. Ja klar, weil das Fenster noch offen ist. Ich hätte aber trotzdem gerne die Sache mit dem Code hier erledigt. Wir haben hier aber nichts. Nichts, was uns jetzt hier weiterhelfen kann. Ne? Rätsel wechseln. Öffne den Tresor. Analysiere den Tatort. Okay. Ja. Ich sollte nicht gehen, bevor ich hier alles inspiziert habe. Och nö. Hä? Ich hab doch alles. Ich meine, klar, den Tresor habe ich noch nicht geöffnet. Das heißt, ich muss jetzt erst die Sache mit dem Tresor machen, bevor ich jetzt hier weitermachen kann, oder was? Das ist doch doof. Weil sonst habe ich ja hier nichts mehr, was ich noch nutzen kann. Nein. Wenn ich nach unten gucke, dann will ich auch das von unten haben. So. Also, Alice ging durch den Wald der 1000 Blumen. Sie pflückte 10 Blumen für einen Strauß. Plötzlich verwandelte sich der Strauß in einen Schmetterling. Ach, Moment. Und die Blumen auf dem Boden... Ach. Moment, Moment, Moment. Also, wir haben den Wald der 1000 Blumen. Ich hatte einen Denkfehler. So, davon hat sie 10 Blumen rausgeholt. Ja? Dann wären noch 990 im Endeffekt übrig. Die 10 Blumen haben sich in einen Schmetterling verwandelt. So, und die 990 verdoppeln sich. Das heißt, sie hat da nichts rausgenommen und nichts. Dann müsste das ja theoretisch der Code sein. Also wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 1980 müssten das sein, ne? Moment, Moment, Moment. Okay. Ich hatte einen Denkfehler. Ja, ich habe das, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwie eben gedacht, dass sich der Strauß verdoppelt, was natürlich Quatsch ist, weil der Strauß sich ja in den Schmetterling verwandelt. Nicht sehr überraschend. Ne? Okay.
Orient Express, 15 Uhr, Call Cairo, Check. Call DC, Check Dollar TV. Reprieve F. Mhm. Also das scheint vorher schon mit H, also mit der Frau H, nehme ich mal an, zu tun zu haben. Send Dollar zu Carlo, Meet AN. Den wievielten haben wir jetzt heute? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das ist auf jeden Fall dieser Hase noch. Ah, ein Treffpunkt. Auf der Rückseite einer Postkarte? Jemand mit den Initialen AW? AW, das schreibe ich mal eben auf. AW. Weil, da ich das ja nicht immer alles am Stück aufnehme, wäre es natürlich ganz gut, wenn ich, ne? Okay, ist auch wieder ein... Nee, das andere war eine Katze, kein Hase. Das kann man jetzt nur noch links umblättern. 16. Orient Express. Da sind wir eingestiegen. Das heißt, der 16. habe ich das Zimmer gewechselt. Das heißt, theoretisch müssten wir heute den 17. haben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da wollte er sich wohl auch dann mit H treffen. Regid hatte eine Verabredung, die er nun nicht mehr wahrnehmen kann. Okay. Da war aber noch eine Sache drin, ne? Genau. Du wirst für jede Person, die du verletzt hast, leiden. Du stehst mit einem Fuß im Grab. Wir vergessen nie. Was für ein ungewöhnlicher Brief. Ja, vor allen Dingen each groß geschrieben. Safa ist mit Fettdruck, dann diese Tintenflecke. Dann klein geschrieben, wo es nicht klein eigentlich gehört. We never forget. Each person you will near, we never. Das wäre jetzt das Große. Also das, was groß geschrieben ist. Moment, ich wollte aber eigentlich... Ich würde mir eigentlich die Rückseite noch mal kurz angucken, ob da was drauf steht. Ne, steht nichts drauf. Okay. Du hast... du kannst keinen... Hä? Was für eine... Ach so, weil ich hier noch drin stehe, oder was? Darf ich jetzt? Jetzt darf ich, okay. Okay, also. Ich denke, wurden sein, also der muss ja als, ach so, nee, wir müssen das jetzt kombinieren. Moment, Drohbrief, deswegen hat er die Waffe besorgt. Und dann die beiden hier. So, er war auf der Hut, hat... Ja, aber womit soll ich das jetzt kombinieren? Sind stehen geblieben, als er in der Mordnacht Schlaftabletten genommen hat. Denk nach, Poro. Das kann nicht die Antwort sein. Ja, aber das andere ist ja auch unlogisch. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Ne? Also, wir brauchen wahrscheinlich noch einen Hinweis oder was. Keine Ahnung. Muss ich nochmal mit dem Typen reden vielleicht? Weil es fehlt halt noch eins, was wir kombinieren können. Das verwirrt mich. Ja, aber nochmal mit ihm reden kann ich nicht. Ich sollte nicht gehen, bevor ich hier... Ja. Die Türkette ist kaputt, Monsieur Michel. Ist ja alles schön und gut. Wie soll ich das denn kombinieren? Die Zeiger sind um 1.15 Uhr... Ja, weil die zwei kann ich ja nicht kombinieren. No, nicht gut. Ja. Die habe ich auch schon kombiniert, glaube ich, eben, ne?
Nicht? Trotzdem nahm er Schlaftabletten. Ja, wenn er sie denn wirklich genommen hat, absichtlich. Aber ich gehe mal davon aus, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ratchet ein Schlafmittel nimmt, wenn er um sein Leben fürchtet. Eben, das meine ich doch. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Tolles Eigenlob. Ich muss die Leute befragen, die für ihn gearbeitet haben. Okay, darf ich jetzt rausgehen? Ich sollte nicht gehen, bevor ich hier alles inspiziert habe. Ernsthaft jetzt? Wie komme ich denn jetzt raus? Ich denke, ich soll die Leute befragen. Ach so. Ich weiß gar nicht, wie die hießen. Das war doch der Typ, der da drin war, oder? Das war auf jeden Fall der Italiener. Das war der Koch, meine ich. Oder? Das ist der, der hier drin sitzt. Das ist auf jeden Fall der Sekretär von... Das war aber nicht von dem Gleichen, oder? War das von dem Gleichen? Ach, das war der Gleiche. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Et voilà. Okay, ich muss den Diener befragen und ich muss den Sekretär befragen. Muss ich da jetzt noch was anklicken, oder... Er ist auf Zimmer 102 und 103. Okay, 102 und 103. Darf ich jetzt endlich hier raus? Ich sollte nicht gehen, bevor ich hier alles ins Spiel... Alter! Ist das dein Ernst? Hier kann ich doch auch nichts mehr machen. Das war ja das, was ich gerade hatte. Ah, Moment. Zeugen auf der Flucht? Wer sind die beiden Personen, die den Mörder beim Verlassen des Zimmers gesehen haben könnten? Ja, er theoretisch. Aber ich weiß nicht, ob er da noch gesessen hat zum Zeitpunkt. Und sie ist direkte Nachbarin, glaube ich, gewesen, ne? Die. Ach so, sie ist Huba. Okay. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Moment. Ich schreibe mir das jetzt am besten mal auf, wo ich jetzt alles hin muss. Moment. Also, Zimmer 204 müssen wir einmal hin. Ja gut. Und Korridor, klar. Und die anderen, das waren Zimmer 102 und 3, oder? Ja, und 103. Okay. Jetzt ist die Frage, darf ich jetzt endlich den Raum verlassen oder muss ich hier noch mehr machen? Ich glaube, ich habe für den Moment alles gesehen. Ich zähle auf Sie und den endgültigen Befund. Ich werde Ihnen so bald wie möglich einen ausführlicheren Bericht vorlegen. Danke, danke, danke. Das heißt für mich nämlich, dass es hier einen Speicherpunkt gibt und dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen können und dass wir dann in der nächsten Folge damit weitermachen können, dass wir erstmal die Leute hier befragen, ja, wer eventuell was gesehen haben könnte und dann eventuell auch neuen Spuren nachzugehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.